Hallo zusammen und willkommen zu Empires and Puzzles Beta Leaks. Ich mache mal ein bisschen leiser, für mich ist es ja grässlich. Das ist ein neues Format, was unregelmäßig erscheinen wird, einfach mal aus dem Grund, dass ja aus der Beta unregelmäßig neue Informationen kommen. Aktuell ist die Beta sogar nicht mal verfügbar. Das wird erst August wieder sein. Die Informationen, die ich euch heute präsentieren werde, sind quasi aus dem letzten Stand gewesen, können sich natürlich verändern. Es geht heute um 5 Sternehelden aus Valhalla, und zwar um 7 Stück. Und vorab möchte ich sagen, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge diese erscheinen werden. Wer das verfolgt hat und ein bisschen drauf schaut, jeden Monat kommt ein neuer 5-Sterne-Held bei Valhalla. Welcher jetzt der nächste sein wird, ich habe eine Theorie. Das könnte auch passieren. Danach ist es allerdings schwierig vorauszusagen. Und ich möchte zu allen so ein bisschen was zusammenfassen. Bei den meisten seht ihr Karte, oder ich glaube sogar bei allen habe ich die Karte gesehen, teilweise in Englisch, eine habe ich nur auf Russisch gefunden. Und ich werde es euch grob übersetzen, sagen, was die Helden machen und eine Einschätzung geben, sind die Helden gut, sind die nicht gut. Und ich hoffe, das kommt gut bei euch an. Ihr könnt gerne Feedback nachher da lassen und vielleicht habt ihr irgendwelche Wünsche, welche Infos ihr noch gerne hättet. Keine Ahnung, zukünftige Helden des Monats. Es gibt da ein paar Sachen, die verfügbar sind. Aber prinzipiell bei den Beta-Leaks, man kann nur darüber Informationen geben, was aktuell auf dem Markt ist. Man kann da nichts erfinden, was weiß ich. Wie auch immer, wir starten direkt mal mit dem meiner Meinung nach jetzt im Juli erscheinenden Valhalla-Helden. Für den ist am meisten bisher bekannt. Auf der Beta-Version hat sich auch in der letzten Zeit dann nicht mehr wirklich was geändert, und das Special bzw. der Held sieht relativ fertig aus, ist nicht overpowered, ist nicht super schlecht. Der ist releasebar meiner Meinung nach und war auch von denen, die ich heute anspreche, einer der ersten, oder der, ich glaube sogar der erste, von dem man Informationen hatte, die noch nicht erschienen sind. Es geht um Lady Loki. 5 Sterne halt, wie ihr seht, ist Kämpferklasse. Kämpferklasse ist immer gut. Wieder aufstehen kann ziemlich nervig sein, sowohl defensiv als auch offensiv. Offensiv natürlich helfen, wenn man es selber hat. 784 ist ein sehr starker Angriffswert, 745 ein solider Def-Wert, nur beim Leben hapert es ein bisschen. 1281 für einen 5-Sterne-Held ist ein bisschen unterm Schnitt. Das Realm ist, glaube ich, das, ich glaube, ich Mana-Realm oder. Ich glaube, das war das. Ich glaube, ich meine, ja. Aber ich habe die Zeichen nicht komplett im Kopf. Kann ich da noch mal schauen? Zum Special: Mana Speed Mittel ist okay. Nimmt alle dispellbaren, also entfernbaren Statussachen von den befreundeten Helden runter und zaubert sie zufällig auf die Gegner. Das heißt, ihr habt Death Down, ihr habt Element Death Down auf euch, ihr habt Mana-Generation, Reduzierung von Telluria auf euch. Geht auf den Gegner, wird von euch entfernt. Mega cooler Effekt. Für Mittel auch meiner Meinung nach relativ stark. Zudem macht Lady Loki 150% Schaden auf alle Gegner. Bei dem Angriffswert ist das okay. Und für jedes Status, also für jeden Buff, der transferiert wurde, steigert sich das bis zu 264%. Das sind 114% mehr. Ist nicht wirklich durch. Jetzt muss ich ganz kurz rechnen. Nee, 112% wäre durch 7 teilbar. Ist in dem Moment 17, wenn 17 Statusteile verschoben werden, macht sie den vollen Schaden. 16 ist er bei 262%. Warum das nicht aufgeht am Ende? Vielleicht ist das noch ein kleiner Punkt, der angepasst wird. Vielleicht werden es am Ende 262% sein oder 269%. Das werden wir sehen. Aber auf diese Statusteile, das kann schon mal passieren in einem Fight mit Vela und Telluria und wegen mehr Grabmacher oder so.
dass das alles auf den Gegner geschoben wird, das hat so ein bisschen Mystero-Style. Mystero ist natürlich ein bisschen schneller, aber sie macht halt noch zusätzlich richtig Schaden, wenn viel verschoben wird. Und das ist, und es muss nicht alles auf ihr sitzen, es geht von allen befreundeten Helden. Also ich finde Lady Loki in dem Moment echt stark. Offensiv noch besser wie defensiv. Wenn sie defensiv irgendwo steht, ja, man sieht, sie ist gleich voll, dann wartet man halt mit dem Special. Man macht sie voll, in dem Moment macht sie weniger Schaden, wenn keine Status, also wenn keine Buffs auf den Gegnern sind, die Buffs auf den Gegnern sind. Und da kann man das so ein bisschen kontrollieren. Offensiv kann sie natürlich eine Waffe sein. Ich finde den Helden ziemlich stark. Gibt stärkere natürlich, aber ist auf jeden Fall nice to have. Gehen wir zum nächsten. Das ist Bera. Ich habe nur dieses Bild von ihr gefunden. Es gibt Theorien, dass sie eventuell nicht als Motte, sondern als Fisch erscheint und dass die Minions dann keine kleinen Motten sind, sondern kleine Fische oder so. Nur damit ihr mal gesehen habt, wie das aktuell das Styling geplant war. Hier zu den Informationen, die ich finden konnte, was Special und so weiter angeht. Also lila Held, ihr habt es gesehen. Familie Vanaheim. Die Mana-Geschwindigkeit ist schnell, also braucht 8 Steine. Und sie beschwört in der Variante noch ein Motten-Minion für jeden Freund. Und hier ist schon gemixt. Der Fisch-Minion hat 20% HP und 20% Attack. Für schnell ist das echt gut. Das ist so ungefähr auf dem Niveau von Freya. Und was interessant ist, wenn eine Motte bzw. ein Fisch ein Ziel angreift, bekommen die Wasserschaden über 3 Züge, 180. Und je höher der, also das ist für die 743 Angriffswert. Wenn ihr natürlich dann, sie ist ein Monk, da den Angriff hochprügelt in den Emblem, geht der Schaden natürlich auch noch hoch. Und das Ziel kann keine neuen Minions für 3 Züge erhalten. Das ist prinzipiell dasselbe, was Quasia macht, nur halt in der 5-Sterne-Variante und die Minions haben einen höheren HP- bzw. Attack-Anteil. Ist definitiv nice. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich Quasia echt powerful finde, auch wenn es für ein 3-Sterne-Held ist. Der Held ist okay, der Held ist solide, aber irgendwo. Ja, es ist halt fast eine Kopie von Quasia, nur halt auf 5 Sterne und auf Lila bezogen. Wird auf jeden Fall seinen Platz in der Meta finden. Kombiniert vielleicht in einem 4-1 oder 3-2-Team mit Freya zusammen, weil die sich gegenseitig dann echt gut ergänzen. Genau. Dann der dritte Held auf der Liste. Die ersten drei wurden parallel angekündigt, muss man dazu sagen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das die nächsten drei sind, wobei Bera ist, ich sag mal so, am weitesten hinten, was die Entwicklung angeht, anscheinend. Es kann sein, dass sie den nach hinten geschoben haben, weil beim nächsten Leak kamen dann 4 weitere Helden. Es kann sein, dass Bera dieses Jahr nicht mehr erscheint und die zwei, die ich jetzt schon hatte, also Lady Loki und Frigg am Anfang erscheinen und die anderen 4 dann danach. Habe ich zu Frigg, ja, ich weiß leider nicht, wie schnell sie ist. Ich habe in den Seiten, die ich gesehen habe, stand da schnell in Klammern 10 Steine, was sich widerspricht. Das wäre Mittel. Deswegen, ich weiß es nicht genau. Sie hat auf jeden Fall sehr solide Angriff- und Defensivwerte. Der HP-Pool ist minimal unter dem Durchschnitt, ist aber prinzipiell okay. Sie ist eine Shokin, sie kann ausweichen. Und das Special ist, sie macht 80% Schaden zu allen Gegnern. Ja, klingt jetzt absolut nicht überragend. Aber pro Naturschild auf dem Board kann das bis zu 256% hochgehen. Das heißt, es sind 176% mehr, was 8 Steinen entspricht, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und 8 Steine auf dem Board. Also das Board hat 35 mögliche Steine und 5 verschiedene gibt es. Das heißt, im Schnitt sind 7 auf dem Board. Kommt sehr häufig vor, zumindest wenn sie in der Defensive steht, dass der Gegner viel Natur, also genug Naturschilde da hat, dass es wirklich Schaden macht. Wenn man offensiv erst ihr Special laden muss, dann hat man wahrscheinlich weniger Grün auf dem Feld.
muss man schauen, wie das ausbalanciert wird. Das ist halt ein mega Zufallsfaktor, der hier nochmal hinzugenommen wurde. Des Weiteren, alle Feinde, bei allen Feinden geht die Defensive um 8% und um weitere 4% pro Naturschild runter, bis zu 44%. Das sind auch nochmal 8 Steine, wenn man das voll haben will. Oder? 36, 9 Steine, okay. 9 Steine braucht man da, um das zu machen. Und alle Feinde sind immun gegen neue Buffs für, ich glaube, das ist eine 2 oder eine 3 Züge. Die können sich halt einfach nicht buffen. Wenn sie schnell ist, sehr starker Held, wenn sie mittel ist, ein solider Held, aber das mit den Anzahl von den Natursteinen ist halt so ein Zufallsfaktor, den man nicht immer ja, beeinflussen kann. Dass sie ein Schurke ist, ist eigentlich eine gute Sache. Wir haben ein paar gute Schurken. Ob sie Embleme bekommen wird in der Defensive, wage ich ja trotzdem zu bezweifeln. Einfach nur aus dem Grund, sie ist grün und Theodoria ist aktuell einfach da und noch ein Grün reinzustellen, macht keinen Sinn. Deswegen, ja, solider Held. Nicht so schlecht wie die Helden des Monats, die aktuell kommen. Definitiv besser. Mal schauen, wann sie kommt und wie sie sich in die Meta einfügt. Hier der meiner Meinung nach zweitstärkste Held in der gesamten Auswahl, Gefion. Endlich mal ein roter Sniper, der richtig Bums hat. Sie hat einen hohen Angriffswert, auch einen hohen Verteidigungswert. Ihr Leben leidet dabei, ist aber prinzipiell ja nicht so schlimm. Angriff und Defensiv sind immens. Und wenn man überlegt, wie hoch der Angriffswert ist und dann man 500% Schaden auf das Ziel macht, bei schneller Mana-Geschwindigkeit, ist das richtig gut. Und sie ist der stärkste rote Sniper ab ihr Mölis. Da braucht man nicht drüber reden. Das macht sie schon mega stark. Des Weiteren klaut sie Minions vom Ziel. Das ist gegen alle gut, außer gegen Telluria, weil Telluria ja ihr Passiv drinne hat. Minions können nicht entfernt werden. Alle anderen, beispielsweise Vela hat ein Telluria-Minion und einen kleinen Dornlakaien. Erst werden die beiden Minions entfernt und dann kommen die 500% Schaden durch. Was Gefion saustark macht und mehr brauche ich zu der Karte eigentlich nicht sagen. Ich finde die mega gut. So, gehen wir direkt zum nächsten. Lord Loki. Ja, Lord Loki habe ich jetzt nicht alle Informationen. Ich habe leider keinen schriftlichen Leak gefunden, sondern nur das Bild. Magierklasse. Wie die davor, solider Angriff und Defensivwerte, Angriffswert ein bisschen höher, Leben ein bisschen runter. Es scheint so ein Trend zu sein aktuell, dass SG ein bisschen von dem Leben runter will, weil sie auch viele Helden ja, produzieren, die dann prozentuell das Leben erhöhen können. Und vielleicht wird das dann alles zu tanky, ich weiß es nie. Deswegen, ja, wo der Grundgedanke herkommt, auf jeden Fall, ich finde die Werte echt solide. Mana-Geschwindigkeit mittel. Interessant ist hier mit der mittleren Mana-Geschwindigkeit. Man wählt ein Ziel aus. Lord Loki kopiert das Special von dem Ziel und benutzt es wie das eigene Special. Wenn das Ziel kein Special Skill hat oder er nicht kopiert werden kann, was auch immer das bedeutet, dann macht Lord Loki 275% Schaden zum Ziel und ich glaube ein bisschen mehr, weil die Pfeile rechts und links wären nicht da, wenn ich noch mehr Text wäre. Deswegen, ich weiß nicht, was da noch kommt. Was das mit dem Kopieren geht von dem Special, ich finde es nicht eindeutig, ob man zweimal klicken muss, also sprich, nehmen wir jetzt einfach mal, wir casten das Ding auf June. Ob dann das Special von June gegen June verwendet wird oder ob man das Special von June klauen kann und dann nochmal irgendwo klickt und auf dieses Ziel, auf das zweite Ziel anwendet. Weiß ich jetzt nicht, würde für mich aber mega Sinn machen, würde ihn auch stärker machen, wenn man wirklich nur das Special gegen den Helden, den man anvisiert, selbst wählen kann. Ist es jetzt nicht so cool.
Speziell einfach, also wenn man nur ein Ziel trifft. Wenn es natürlich Specials sind, die alle Ziele treffen, dann ist ja prinzipiell egal, wen man anwählt, weil dann man nimmt einfach das Telluria-Special und feuert es in diese Truppe rein. Man braucht Telluria nicht dabei haben. Und was auch interessant sein könnte, wie das mit Heilung oder einfach nur Statusveränderung angeht. Ich denke, wenn man das Special kopieren kann und es ist ein Heil-Special, dann muss man ja ein anderes Ziel auswählen können. Ich kann ja nicht einfach, keine Ahnung, Melendor-Special klauen und dann das auf das Ziel anwenden. Das klingt komisch. Ich glaube, ich muss das selber auswählen können, auf was ich was anwende. Gut, Melendor trifft eh alle, aber sagen wir jetzt mal, was ist ein Single? Ah, das ist jetzt schwierig. Oder ja, eine Blendung oder irgendwas. Der Held, den muss man, den, was der genau wirklich kann und wie stark der ist, sieht man erst beim Nutzen und es hängt wirklich davon ab, ob man dann selber bestimmen kann, wo das hingeht oder nicht. So, gehen wir zum vorletzten. Das ist Odin. Odin ist ein Paladin. Und Odin, ja, zu ihm habe ich Schriftliches, hat, ja, wie die anderen auch solide Angriff- und Verteidigungswerte, Leben ein bisschen weniger als aktuell der Schnitt ist. Und hat aber einen schnellen Mana-Speed als Paladin. Paladin sind ja prinzipiell die Tanks und Tanks, prinzipiell, also schnelle Tanks gibt es sehr selten. Jetzt ist die Frage, warum ist er Paladin? Wir schauen uns das Special mal genau an. Macht 80% Schaden auf alle Gegner bei Fast. Ist nicht viel. Okay, jetzt hat er aber auch wieder die Komponente. Pro Lichtschild auf dem Board geht das um 22% hoch bis zu 176%. Das sind wieder 176, also bis zu 256%, 176% mehr. Das sind sieben, ja, das sind sieben Steine. Und sieben Steine auf dem Board habe ich vorhin schon mal erwähnt, ist ungefähr der Durchschnitt, der eigentlich da ist. Und mit einer schnellen Geschwindigkeit 256% Schaden auf alle zu machen bei dem Attack-Wert, klingt für mich ziemlich krass. Zumal er auch noch Paladin ist und vielleicht ein bisschen länger stehen kann und zweimal das Ding casten kann, wenn er nicht direkt zerstört wird. Des Weiteren, was auch mega gut ist, alle Verbündeten kriegen 8% Mana-Generation und weitere 3% für jedes Schild bis zu 29. Das sind sieben weitere. Beim Damage waren es 8 weitere. Okay. Sieben weitere, die man haben müsste. Sieben Lichtschilder, was der Durchschnitt ist. Und dann bekommt man 29% Mana-Regeneration. Es ist ein bisschen interessant, weil bisher Mana-Regenerations-Push gab es jetzt öfter, aber es war eigentlich immer nur 24%, weil wegen den Mana-Breakpoints. Ab 25% oder ich glaube ab 25% ist das bei einigen Geschwindigkeiten richtig tödlich und 29% kann echt heftig sein. Wenn man das voll bekommt, hilft er immens, alles andere schnell zu laden und er ist selber schnell. Ich denke, er ist eine offensive Waffe. Aber ich denke auch, dass er eine Möglichkeit hat, also vor allem wenn man Telluria nicht hat, einen sehr, sehr damage-starken Tank abzugeben. Zumal er alle Verbündete da auch noch immun macht, dass Buffs dispelled werden für drei Züge. Ist echt eine starke Nummer, der Typ. Wie stark der dann wirklich ist, wird man sehen müssen. Was ich halt bei ihm, speziell weil er ein Gelber hält, interessant finde, ein Gelber halt ist, man spielt gegen Gelb ja eigentlich Lila. Das heißt, wenn er als Tank steht, werden eigentlich nicht die gelben Steine weggespielt. Und in dem Moment sollten gelbe Steine mehr auf dem Board werden, weil ja andere Steine gespielt werden, wahrscheinlich Lila oder so. Und wenn er dann wirklich auslösen sollte, man ihn mit Lila nicht tot bekommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass man viele gelbe Steine auf dem Board hat und er dann richtig eskaliert. Glaube nicht, dass die Leute bewusst erstmal die gelben Steine wegspielen,
Er bekommt ja dadurch nicht viel Schaden. Nur damit er wenig, also die gelben Steine wegspielen, damit sein Special schlechter ist. Mana-Regeneration bekommen sie ja trotzdem die anderen. Deswegen, ich glaube, der kann ziemlich eklig werden und aber auch viel Raum für taktisches Gespiel haben. Das wird man sehen. Also Odin ist für mich bei den Helden Nummer 3 hinter dem, auf den wir jetzt noch kommen. Und hinter, jetzt muss ich ganz kurz zurückschauen, hinter Gefion. Und der, der jetzt kommt, ist der Held in der nordischen Sage, Thor, Odins Sohn. Und Thor ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Special so wie es ist, dass der Held so wie er ist, live geht. Weil das ist jenseits von Gut und Böse. Er ist ein Kämpfer, Kämpfer ist mega gut, das haben wir vorhin schon erwähnt, wegen dem Aufstehen. Er ist sehr schnell, hat meiner Meinung nach die am besten ausbalancierten Werte. Er hat mehr Leben als die anderen und hat trotzdem solide Angriffs- und Verteidigungswerte. Und sein Special wird, je öfter es gefeuert wird, immer kräftiger. Beim ersten Mal feuern 255% Schaden auf das Ziel und 40% Genauigkeit runter für 3 Züge. Wenn man eine 11er-Mana-Truppe hat, sind das 6 Steine. Man kann einen schon mal blenden, ordentlichen Schaden anrichten. Ist jetzt nicht überragend, ist ja, ich sag mal, unterm Durchschnitt für sehr schnell, sage ich mal. Aber es ist jetzt nicht wirklich schlecht. Man kann ziemlich schnell jemanden blenden, der dann eventuell auslesen würde. Wenn er das Special ein zweites Mal lädt, macht er auf das Ziel und die benachbarten Gegner exakt denselben Schaden und macht sie auch blind für 3 Züge. Und das betrifft wieder auch Spezialfähigkeiten. Das heißt, das Special wird plötzlich dreimal so stark mit dem zweiten. Und sollte er ein drittes Mal auslösen, trifft es alle. Was beim vierten Mal ist, ob dann wieder von vorne losgeht oder er dann weiter, wie die dritte Variante spielt, weiß ich nicht. Aber wenn man ein bisschen, also wenn man, ich sag mal so, ein Team hat, was den Fight in die Länge ziehen kann. Vielleicht man nimmt, keine Ahnung, einen schnellen Heiler, einen Heiler über Zeit oder so mit, die einen lange am Leben halten und ihm die Möglichkeit geben, dreimal auszulösen. Ist der echt unfair, der Kollege? Also, ich finde, das Special auf Rang 2 wäre was schon extrem stark ist. Auf Rang 3 finde ich es absolut übertrieben. Natürlich baut er die Power erst auf. Aber ja, wenn ihr andere Gedanken zu dem Helden habt, gerne in die Kommentare. Ich finde, der ist einfach nur mega gut. Und ich denke, er könnte ein Weihnachtsgeschenk sein oder so. Ich bin ziemlich sicher, dass er dieses Jahr kommt, weil Bera wahrscheinlich dieses Jahr nicht kommen wird. Und ohne Bera haben wir 6 Helden hier in den League drinne. Und wir haben inklusive Juli, jetzt kommt ja noch einer diesen Monat, haben wir noch 6 Mal Valhalla dieses Jahr. Und es gibt Sachen, auf die man sich wirklich freuen kann. Ich finde alle Helden prinzipiell nice designed, relativ cool. Ob das alles so live geht, ist natürlich den Entwicklern belassen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass zumindest Thor noch ein bisschen abgeschwächt wird. Und ja, ich finde Gefion auch ziemlich stark. So viel zu den Leaks. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Könnt ihr schreiben, ob ihr den Content gut findet. Und ich werde mich bemühen, weiter up to date zu bleiben. Und vielleicht kriege ich ja im August geht der Beta-Server wieder live. Vielleicht kriege ich da auch wieder relativ zügig Informationen zu den Helden und kann die euch dann wieder präsentieren. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr so lange durchgehalten habt. Und ja, wir sehen uns. Auf denn, bis bald. Tschüss.